Beilagen zur zahlreich gedruckt. Am 27.10.1952 wurde der Malerkammerclub gegründet. Fast auf den Tag genau vor 60 Jahren. Dieser Anlass bietet die Zeit und die Gelegenheit, ein wenig zurückzuschauen, aber auch ein wenig in die Zukunft zu blicken. Die Geschichte des MKC beginnt in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Im Haus der Familie Lese hat der Vater Lese Interesse am Kanusport an seinen Kindern Hans, Gerda, Lothar und Kurt geweckt. Bereits im Jahre 1938 erwarb Hans Lese ein starres Faltboot mit Besegelung, ein Paddelboot mit Besegelung, Entschuldigung. 1948, im Jahr der Währungsreform, begann der Bau von starren Booten in Leses Garten. Neue Interessierte kamen hinzu, nahmen wie Sotmann, Süß und Remptauch im Umfeld der Familie Lese auf. In den Jahren 1949-1950 wurden 10 starre Boote gebaut und im Jahr 1950 fand bereits das erste Anpaddeln statt. Am 1.3.1950 wurde der Kanuclub Banda Palamar gegründet. Zum ersten Vorsitzenden bestimmte die Gründungsversammlung Hans Lese. Anschließend kam es zum Zusammenschluss der KC Banda Palamar mit dem KC Haltern. Ziel war der Bau eines eigenen Bootshauses. Im Frühjahr 1952 begann der Bootshausbau in Haltern. Noch im gleichen Jahr, nach Fertigstellung der Bootshalle, trennten sich beide Vereine wieder. Am 27.10.1952 wurde der Maler Kanuclub gegründet. Die Gründungsurkunde umfasst 12 Namen, von denen heute 5 Mitglieder noch dem Verein angehören. Unmittelbar daran erfolgte die Eintragung der ins Vereinsregister und die Mitgliedschaft beim Deutschen Kanuverband. Ich freue mich ganz besonders, heute Abend die Gründungsmitglieder Christa und Kurt Lese, Lothar Lese, Gerda und Heine Remp hier in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Ohne euch geht es dies alles nicht. Verstorben sind leider inzwischen die Mitglieder Werner Sofmann, Karl Plüter, Gerda Pelker, geborene Lese, Elfro Lese und im September letzten Jahres leider Hans Lese. Wir gedenken eurer Dankbarkeit. Zum ersten Vorsitzenden wählte die Gründungsversammlung Heine Remp. Ein neues Quartier wurde gesucht und in der Gaststätte Tier an der Lippebrücke in Haltern gefunden. Im Jahre 1956 hatte der MKC eine erfolgreiche Werbeaktion zum Aufbau einer ersten Jugendgruppe durchgeführt. Davon sind heute noch Horst Steinmetz und Süd von Lüsko im Verein. Auch mal ein Applaus. Am 21.01.1959 wählte die Versammlung Kurt Lese zum ersten Vorsitzenden des Malerkammerclubs. Immer noch wurde der Verein durch die Sehnsucht nach einem eigenen Bootshaus getrieben. Im Jahre 1963, nach vorher 3 vergeblichen Anläufen bei der Suche nach einem Bauplatz, war es dann endlich soweit. Mit der Unterstützung der Stadt Mahle wurde der Erbbaurechtsvertrag des Geländes an der Herwester Brücke, Kanalkilometer 32.0, mit der Hösch AG für einen Zeitraum von 50 Jahren geschlossen. Diese 50 Jahre sind im Jahre 2013 vergangen. Der jetzige Vorstand ist aktuell in Verhandlungen um einen Pachtvertrag zu möglichst günstigen Bedingungen, am besten zu den von 1963, für den Verein zu erhalten. Mit den Vereinsmitgliedern wurden Arbeitsverträge geschlossen. Die Finanzierungszusagen und die Baugenehmigung lagen durch den unermüdlichen Einsatz von Kurt Lese vor. Zuschussgeber waren die Stadt Mahl mit 15.000 D-Mark, der Kreis Recklinghausen mit 5.000 D-Mark, und das Land NRW mit 50.000 D-Mark. Es begann nun eine schwere Zeit für die Mitglieder des MKC. Zuerst wurde die Zeltwiese mit Spaten und Schaufel eingeebnet und hergerichtet. Mit dem eigentlichen Bau wurde im Oktober 1965 begonnen. Zuerst wurden die Werkstattgebäude errichtet. Wasser musste aus dem Kanal geholt. Der Speis musste wegen mangelndem Stromanschluss mit der Hand angerührt werden. Im Jahre 1966 wurde ein Brunnen von Hand bis auf 18 Meter Tiefe gebohrt, 2 weitere sollten später noch folgen. Nach der Fertigstellung der Werkstattgebäude wurde mit dem Bau der Boothalle, des Schulungsraums und der Sanitärtrakts begonnen. Am 18.02.1966 wurde dann das Richtfest gefeiert. Einige Mitglieder des MKC gaben während dieser Zeit auf und verließen den Verein. Die Baukosten schienen beängstigend und es war noch mehr Eigenleistung der Mitglieder notwendig. So verpflichtete sich jedes aktive
vereint mit ihm zu einer Zahlung von 100 D-Mark Baukostenzuschuss und musste einen Jahresurlaub und 1000 Arbeitsstunden am Bau des Bootshauses leisten. Damit waren die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Vereinten wieder erreicht, vielleicht sogar überschritten. Aber alle Qual hatte mal ein Ende. Am 23. und 24. September 1977 wurde unser Bootshaus vom damaligen Amtsbürgermeister der Stadt Mahl, Herrn Herbert Ulrich, feierlich eingeweiht. Was für eine Freude, welch eine Feier. In den Folgejahren wollte man vom Arbeiten nichts mehr wissen. Es gab reichlich sportliche und vereinsgesellschaftliche Aktivitäten. Die Mitgliederzahl stieg erstmals über 100. Am 25.01.1970 wurde Heine Remp erneut zum ersten Vorsitzenden des MKC gewählt. Ich gebe es langsam auf zwischen Heine Remp und Kurt Dese, wenn du der zu wechseln. Ich werde danach nur noch die anderen Vorsitzenden aufzählen. Bereits im Jahre 1970 wurde mit dem zweiten Bauabschnitt, unserem heutigen Schulungs- und Aufenthaltsraum, also das Gebäude, in dem wir uns hier befinden, begonnen. Dieser wurde, man hatte ja bereits Übungen, im Jahre 1971 fertiggestellt. Im Jahr 1976 wählte die Versammlung Werner Süß zum ersten Vorsitzenden. Im Mai 1978 feierte der Maler Karnekutz sein 25-jähriges Jubiläum. Im gleichen Jahr plant die Steag ein Kraftwerk gegenüber unserem Bootshaus zu errichten. Die Ungewissheit über einen Verbleib unseres Bootshauses zieht sich bis in das Jahr 1999 hin. Da der MKT aber nie untätig war, hatte sich eine aus der Mitgliederversammlung beauftragte, dreiköpfige Gruppe in 10 Verhandlungen um die Ansprüche des MKC gekümmert und die Zusage für den schlüsselfertigen Neubau eines Wohnhauses vom Kraftwerksbetreiber erhalten. Im Februar 1983 wählte die Versammlung den leider schon verstorbenen Hermann von Rissenbeck zum ersten Vorsitzenden. Heinrich Herz und Kurt Dese erhalten den Ehrenbrief des Kanuverbandes NRW und werden Ehrenmitglieder des Maler Kanu-Club. Dieter Müllers wurde von 1992 bis 1998 erster Vorsitzender des Maler Kanu-Club. Im Februar 1998 wird Bernd Lobach zum Vorsitzenden des Maler Kanu-Club gewählt. In seiner Amtszeit fiel unter anderem die Planung und Durchführung der 50-jährigen Jubiläums des MKC im Jahre 2002. Viele werden sich auch noch an den wunderbaren Türen unseres Vereinskollegen Horst Steinmetz erinnern, der diese in akribischer Planarbeit und umfangreicher Recherche zur Jubiläumsfeier erstellt hatte. Um unseren jungen Vereinsmitgliedern einen kleinen Einblick in die Geschichte ihres Vereins zu geben, schlage ich vor, diesen Film anlässlich der Weihnachtsfeier des MKC am 16.12. einmal gemeinsam anzuschauen. Im Februar 2012 wählte die Versammlung Rainer Remp zum ersten Vorsitzenden. Der Verein war zu diesem Zeitpunkt in einer mehr als prekären Lage. Bernd Lobach musste den Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Es fand sich niemand, der den Vorsitz und die Vorstandsarbeit im Verein übernehmen wollte. Die Mitgliederzahl war rapide gesunken. Die Fragen waren, lohnt es sich überhaupt, den Verein weiterzuführen? Strebt man eine Fusion mit anderen Sportvereinen an? Löst man den Verein ganz auf? Aber es fanden sich schließlich doch ein paar Unentwegte. Diese einigten sich auf eine gemeinsame, auf 4 Jahre angelegte Agenda, in denen die Ziele zur erfolgreichen Fortführung dieses unseres Vereins festgelegt wurden. Wenn ich heute nicht ohne ein bisschen Stolz zurückschaue, so kann ich sagen, dass all diese Ziele erreicht, ja sogar übertroffen wurden. Die Mitgliederzahlen sind gestiegen, die sportlichen Aktivitäten wurden und werden ausgebaut. Die finanzielle Situation des Vereins ist gut.